Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar haben wir es heute zu tun mit zwei Updates, einer neuen Karte und neun neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all denen, die heute wieder sehr aktiv und sehr freundlich und super unterhaltsam sich mit uns im Chat während des Livestreams auf der Oldstream Farm unterhalten haben. Natürlich allen vor allem dem Darius, der immer da ist, um mitzuhelfen, den Stream zu halten und auch die ganze Organisation im Hintergrund unternimmt. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Darius, dafür. Du bist echt ein echter Held. Wir fangen an mit den Mods, die heute im Giants Mod Hub herausgekommen sind. Und zwar fangen wir an mit der neuen Karte. Und zwar heißt die Portugal Süden. Kommt von FSPT. Downloadgröße 70,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie die Karte schon sagt, der Name, das ist ganz klar, spielt sich in einer südlichen Region in Portugal, hat ein Original Höhenprofil eingebaut, also das ist definitiv irgendwo der Realität nachempfunden, soll drei Verkaufsstellen aufweisen, 26 Felder unterschiedlicher Größe und hat einen Hof mit Silos und dem allem, was dazu gehört. Des Weiteren soll auch eine Fläche freigehalten worden sein, um Produktionen oder Produktionsstätten hinzubauen. Deswegen gehen wir gleich los, machen wir kurz einen Überflug über die Karte. Und zwar sehen wir, es ist natürlich eine Standardgrößenkarte. Ist natürlich auch sehr schnell zu sehen, dass diese Felder hier eben organisch geformt sind. Also nicht quadratisch praktisch gut, sondern wirklich sehr in die Landschaft eingebunden sind. Sieht wunderschön aus auf den ersten Blick hier. Sehr schön, das ist wohl hier diese Fläche, da wir gerade sind, wo die Produktionen hin platziert werden können. Des Weiteren haben wir hier eine, sagen wir mal, größere Fläche mit Forstbau und Bäumen hier, der Baumzucht. Dann haben wir auf jeden Fall hier eine Wasserquelle, die man nutzen kann. Natürlich ein schöner See, sieht sehr schön blau aus, sehr schön gemacht. Und ohne weiteres gehen wir jetzt gleich mal zu dem Haupthof, wo wir starten, wenn wir als neuer Farmer anfangen. So, das hier ist also das Haus, wo unser Zuhause ist. Das ist also das Standard französische Haute-Belleron Farmhaus. Was hier natürlich kommt mit dem Umkleideträger und dem Schlafträger an der Haupttür hier. Das ist also das Standard Haute-Belleron Farmhaus. Hier haben wir einen kleinen Kinderspielplatz aufgebaut. Das heißt also, man spielt hier in einer Familie. Und des Weiteren haben wir natürlich hier ein paar Unterstände und natürlich ein Silo, was hier hingebaut worden ist. Wir schauen uns gleich mal die Maschinerie an, die zu dem Hof gehören, wenn wir als neuer Farmer starten. Und zwar ist das hier der Rostelmarsch Nova 330. Der gehört dazu. Das ist dieser Drescher hier, mal nicht den grünen. Dann haben wir hier den Valtra Valmet, der zu uns gehört. Dann haben wir den 3670 Massey Ferguson. Dann haben wir einen Rudolf Trailer, der zu uns gehört. Haben hier zwei Schneidwerke. Einmal der Ziegler für das Korn und die Sonnenblumen und einmal das normale Mähwerk, für weil es was Getreidearten sind. Des Weiteren gibt es hier nichts weiter zu sagen, außer wir gehen gleich zur anderen Seite hier rüber. Das haben wir auch wieder, die drei offenen oder vier offenen Unterstände. Wir haben hier einen Gruber, wir haben hier eine Sämaschine, haben hier einen Düngestreuer und wir haben eine Spritze und einen kleinen Ballenwickler haben wir hier. Also das ist auf jeden Fall schon eine nicht schlechte Ausstattung hier, die wir hier haben. Des Weiteren haben wir zwei Schätze, die leer stehen. Und natürlich das Silo hier. Wir schauen mal die Karte an und sehen gleich mal, dass es wirklich eine organisch geformte Karte ist. Also zumindest die Felder sind sehr organisch geformt. Dann schauen wir erstmal rein, welche Produktionsstätte standardmäßig verbaut sind. Und zwar sind dies hier einmal die Zuckerfabrik ist verbaut, die Molkerei ist verbaut und dann die Spinnerei ist verbaut. Da oben haben wir noch das Sägewerk. Wir haben drei oder vier Produktionsstätten, die verbaut sind. Ladestationen haben wir hier, eine Tankstelle hier und hier oben eine zweite Tankstelle. Das sind das, was an Ladestationen dabei sind. Abladestationen, also Verkaufsstellen, sind zum Beispiel das Grain Cell, was hier
aufgebaut ist der Supermarkt. Wir haben die Kooperative und wir haben den Ballenverkauf. Des Weiteren gibt es hier dann eine BGA, wenn man das Landstück gekauft hat. Wir schauen uns gleich jetzt mal den Verkaufskatalog an und können sehen, wir haben wenige Verkaufsstelle, also hier eine Karte, die nicht unbedingt für ein Multiplayer geeignet ist. Ich würde mal sagen, hier haben wir den Weizen, also Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sorghumhirse, Trauben, also Sorghumhirse, das geht alles zum Grain Cell. Dann gibt es die Trauben, die Oliven, die Trauben, die können beim Supermarkt verkauft werden. Für Oliven gibt es keine Verkaufsstelle, standardmäßig. Dann haben wir die Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, die gehen auch zum Grain Cell. Und dann haben wir die Kartoffel- und Zuckerrüben, die können entweder zur Kooperative oder zur Zuckerfabrik gebracht werden. Die Zuckerrübenschnitzel können zur Biogasanlage gebracht werden, zum Ballenverkauf oder in die Zuckerfabrik. Des Weiteren Baumwolle und Zuckerrohr können auch verkauft werden. Eier gibt es einen Verkaufspunkt, Wolle, Milch. Für Hackschnitzel gibt es keine Verkaufsstelle. Dann gibt es für Holz, Silage, Gras, Heu und Stroh gibt es Verkaufsstellen. Dann kann Mehl verkauft werden, Brot kann verkauft werden, Kuchen. Dann kommen wir zu den Käsereiprodukten, kann die Butter verkauft werden, der Käse und dann die Spinnerei oder Weberei hier. Der Stoff kann also nicht weiterverkauft werden, es sei denn an die Schneiderei. Dann die Kleider kann dann verkauft werden an den Supermarkt. Der Zucker kann natürlich auch weitergegeben werden. Honig kann auch weiterverkauft werden, Müsli auch, Sonnenblumenöl, die alle drei Ölsorten können verkauft werden. Rosinen können verkauft werden, Traubensaft können verkauft werden. Dann haben wir Salat, Tomaten, Erdbeeren, Schokolade kann nicht verkauft werden. Bretter können auch nicht verkauft werden, Möbel können verkauft werden. Dann haben wir als nächste Produkte haben wir die Tierprodukte und deren Restprodukte. Dann haben wir den Mist, der dann kann verkauft werden. Gülle kann verkauft werden, Gärreste natürlich nicht. Kalk kann nirgendwo gekauft werden, das muss beim Shop gemacht werden. Dann kann natürlich gibt es leider aber auch keine Verkaufsstelle, an der die Steine hingebracht werden können. So, der Aussaatkalender sieht für mich standardmäßig aus, also aus der Standardkarte. Ist alles so unverändert geblieben nach meines Erachtens. Dann schauen wir uns nochmal die Karte an. Also die Landflächen bewegen sich zwischen 0,5 Hektaren und den großen Feldern, die dann so um die 25 Hektaren sind. Das sind dann die Parzellenflächen. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist also, dass dieser Hof, der am Anfang haben wir die beiden Felder zugeordnet für uns. Wenn wir jetzt zum Beispiel Felder kaufen möchten, die in der Nähe des Hofes sind, wird diese Riesenfläche von 60 Hektaren an uns gegeben und das zwar zu einem Preis von 120.000 Euro. Ich bin mir nicht daran sicher, ob das wirklich so gewollt ist. Also ich finde es extrem günstig für diese riesige große Fläche, wenn im Vergleich die Fläche von 20 Hektaren schon 800.000 kostet. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Eingabefehler vorgefallen ist bezüglich der Feldpreise, aber es ist, finde ich, übertrieben billig, dass man 60 Hektaren für 120.000 bekommt. So, das wäre also erstmal der erste Überblick gewesen über diese Karte. Ist es eine Karte, die mich anmacht, drauf zu spielen? Ich weiß es nicht. Wenn ich einen Singleplayer spielen möchte, dann natürlich vielleicht schon. Es ist schön gemacht, es ist auch organisch aufgebaut. Weiß es nicht, die ist mir für meine Verhältnisse ein bisschen klein, also ich spiele lieber auf etwas größeren Karten. Daher, ja, aber es ist definitiv eine schöne Karte. Ich weiß jetzt nicht genau, ich lebe in Spanien, Portugal ist nicht weit weg, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so grün ist da in Portugal. Es kann sein, dass im südlichen Portugal mit dem Atlantik-Einfluss dies natürlich stimmen kann. Ja, viel Spaß damit. Und natürlich machen wir gleich weiter mit den ersten neuen und geupdateten Mods, die heute herausgekommen sind. Wir starten mit dem ersten Update und zwar kommt dies heute für die Paletten Autoloader Spezialisierung von Akimobil. Downloadgröße 42 KB in der Version jetzt von 1.5.0.0 und ist für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll sagt, Big Bags hinzugefügt, Übersetzungen verbessert. Spanngurte automatisch anziehen, muss vom Modder des Trailers aktiviert werden, also Use Tension Belts to True,
Ballenladen in Bewegung verbessert, Support von Mod Paket von Premium Paletten und Säcken, Support von Mod Hot Pommes Factory, Quaderballen von 180, 220 und 240 hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Baumsetzling Paket von MacTrucker 921, Downloadgröße 0,26 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Setzlinge in Mengen von 6, 40 und 60 Stück zu kaufen. Bevor wir mit den neuen Mods weiterfahren, möchte ich hier die Moment nutzen und mich bei Robert ganz herzlich bedanken. Ihr habt es gesehen, ich habe hier eine Flagge mit meinem Logo drauf. Robert, du bist mein Held. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten mit der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Brennholzverarbeiter. Kommt von Kenny456, Downloadgröße 27,2 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Mit dieser Maschine kann man Baumstämme auf eine bestimmte Länge zuschneiden und sie dann in kleine Stücke als Brennholz spalten. Diese Maschine kommt mit einem Tankvolumen für Diesel von 200 Liter, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h. Hat ein Gewicht von 10,6 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wie ihr hier lesen könnt, gibt es hier sehr viel dazu zu sagen. Da ich von der Forstwirtschaft leider nicht wirklich viel verstehe, blende ich das ein, damit ihr das in Ruhe durchlesen könnt. Auf jeden Fall, was ich verstehe hier, ist, dass man neben die Maschine Baumstämme hinlegen kann. Diese Maschine nimmt diese Baumstämme auf. Der Holzstamm wird dann abgelenkt auf die gewünschte Länge und dann durch ein Spalt sieb quasi durchgedrückt, so damit dann eben diese normalen großen Kaminholz großen Stücke herauskommen. Also man kann hier ganz einfach dies so verarbeiten. Wir kommen zum John Deere 1113. Kommt von Eric Isaac, Adriano Ivankoi und AgroMods. Downloadgröße 25,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um eine Einzelkorn-Sämaschine. Und zwar als Pack wird es hier angeboten. Wir schauen uns erstmal die Sämaschine an sich an. Die kann nämlich auch einzeln verwendet werden, hat ein Volumen für Saatgut von 2700 Litern, wiegt 3,5 Tonnen. Braucht 170 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 7,5 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis hier in dieser Ausführung hier ist 68.000 Euro. So, beim Design kann gewählt werden, ob ein Feststoffdüngertank hinzugefügt wird. Ich kann nicht erkennen, in welchem Volumen das sein wird. Dann kommen wir hier zu der Erweiterung. Da kann hinzugefügt werden eine rechte Erweiterung oder die linke Erweiterung und dann wieder zurück zu Standard. Was das mit der rechten und linken Erweiterung zu tun hat, das sehen wir uns gleich an, wenn wir vom nächsten Gerät sprechen. Das zweite Gerät, was dazu gehört, ist dieses Tandem und zwar mit einem Gewicht von 1,4 Tonnen und dem Preis von 10.000 Euro. An dieses Gerät hier können zwei dieser Einzel-Sämaschinen angehängt werden. Das heißt einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. Daher die rechte oder die linke Erweiterung. Wollt ihr diese beiden Maschinen zusammen nutzen, dann muss also eine die rechte Erweiterung sein und die andere die linke Erweiterung. So sieht das dann aus, wenn die aufgebaut ist. Hat also eine wuppige Arbeitsbreite so von 15 Metern. Und braucht aber in dem Falle dann auch 340 PS Minimum. Ja, also das würde hier definitiv noch höher gehen mit der PS und der Leistung des Traktors, weil hier das definitiv ein sehr großes Gewicht ist. Ja, aber imposant, sehr schön. Wir haben endlich mal auch eine sehr große Einzelkorn-Sämaschine. Wir kommen zum Wila SV3, kommt von David MTNZ. AM Modding, Downloadgröße 7,3 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar handelt es sich dabei um einen Miststreuer, und zwar für den Einsatz auf dem Trauben- oder dem Olivenfeld.
hat eine Füllmenge für Mist von 3,5 Kubikmetern, ein Gewicht von 8,6 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 12.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt Düvelsdorf Rundballengabel, kommt von Rick Black Labelle TWD Modding. Downloadgröße 0,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier gibt es wenig zu sagen, das ist, um eine Balle aufladen zu können. Wiegt 100 Kilogramm und hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern und kostet 2.200 Euro. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hier nicht. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese schwere Wiesenwalzen, kommt von Blendart Kolocznik Junior, TT Check Modding, Downloadgröße 15,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese schweren Wiesenwalzen kommt als Set daher, und zwar fangen wir gleich an mit dem LVH5. Diese Walze kommt mit einem Gewicht von 4,2 Tonnen. Braucht eine Leistung von 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 30.000 Euro. Design, hier kann geändert werden, Standort oder mit Warnschilder, mit Abstreifer, das wäre dann dieses Teil hier. Bei der Hauptfarbe können wir aus einer ziemlich großen Palette auswählen. Es sind aber alles eigen erstellte Farben. Die Designfarbe ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Wir kommen zum LVV 1700, das ist diese hier. Die wiegt 1,3 Tonnen, braucht 30 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,8 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit natürlich von 15 km/h. Der Preis 10.000 Euro. Hier kann gewählt werden ein fester Rahmen, mit Warnschildern, dann einmal links eingeklappt und einmal rechts eingeklappt. Also wenn man hier den festen Rahmen auswählt, können hier hinten jeweils noch zwei Walzen angehängt werden. Also hier noch eine Walze und hier noch eine Walze, womit man natürlich klar die Arbeitsbreite vergrößert. Die Farboptionen sind hier dieselben wie beim vorherigen Modell. Dann haben wir den LVV 1700A. Der kommt mit einem Gewicht von 864 Kilogramm, braucht auch 30 PS, hat auch eine Arbeitsbreite von 1,8 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 7.500 Euro. Das Design hier kann geändert werden, und zwar hier kann ein Warnschild angefügt werden oder die Standardversion. Das sind dann die Walzen, die dann hinten angehängt werden, hinter dieses Teil hier, damit man eben dann drei Stück hat. Dann gibt es noch eine andere Version, das ist die 2,3 Tonnen Version, die braucht 30 PS, hat auch 1,8 Meter Arbeitsbreite und 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. 10.000 Euro. Diese kann genutzt werden, um Silage zu verdichten. Komischerweise habe ich ein paar dieser Mods zweimal drin. Ich weiß nicht, was sich hier dran geändert hat. Alles scheint dasselbe zu sein, deswegen überspringen wir die. So, dann kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das der DET K5, kommt von TOTA, Downloadgröße 17,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tankwagen mit einem Tankvolumen von 4,9 Kubikmeter, dem Gewicht von 3,1 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können hier gewählt werden zwischen Lizard, Continental und Michelin. Reifenvarianten gehe ich hier wie immer nicht durch. Dann haben wir hier bei der Hauptfarbe, können wir den Farbton ändern des Tanks an sich von Orange, Orange 2, Gelb, Rot und Blau. Rot 2? Rot 2. Also Rot und Rot 2, was Blau bedeutet. Dann die Designfarbe betrifft wahrscheinlich den Rahmen. Ja, und die Felgenfarben natürlich die Felgen. So, mit diesem Tank kann transportiert werden Milch, Wasser, Diesel, also DEF, Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Gülle und Gärreste. Das ist also das, was man hier mit transportieren kann. Es scheint mir auch der Fall zu sein, dass man hier eventuell sogar noch einen Düngestreuer anhängen kann, also dass das auch genutzt werden könnte, um Dünge zu streuen. Die nächste neue Mod heißt
Rustikale Ziegel und Metallzaun kommt von Michael LS. Downloadgröße 2,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das natürlich hier dieses Zaunset, einmal den Zaun an sich, also mit Steinen und Metall. Und natürlich das entsprechende Tor dazu, das sich seitlich öffnet. Natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune. Ganz hinten hier, das ist dieser Zaun hier und das ist das entsprechende Tor dazu. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese kleine Pferdeweide. Kommt von No Name, Downloadgröße 3,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und ich bin ein bisschen verwirrt, ich sehe hier 1, 2, 3 mal denselben Trigger. Ich nehme mal an, hier für Futter und hier für Stroh und hier für Wasser. Ich habe aber keinen Trigger gefunden, hier Pferde kaufen zu können. Das heißt, die müssten wahrscheinlich dann hierher geritten werden oder hier abgeladen werden. Das ist natürlich die kleine Pferdeweide, die hingebaut werden kann, um zwei Pferde halten zu können. Natürlich im Baumenü unter Pferde. Da ist diese kleine Pferdeweide zu finden. Wie gesagt, für zwei Pferde. Und wir kommen schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar ist das die kleine Molkerei. Kommt von Neilu. Downloadgröße 6,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die Mod-Beschreibung ist hier sehr kurz. Eine kleine Molkerei, die als Produktionsstätte eingesetzt werden kann. Wir schauen uns das natürlich auch noch an. Im Baumenü unter Pro Fabriken finden wir diese kleine Molkerei zum Preis von 40.000 Euro, die dann natürlich entsprechend platziert werden kann. Viel gibt es nicht dazu zu sagen. Ist halt einfach eine kleine Molkerei, produziert ein bisschen weniger als die Standard-Molkerei. Das war es auch schon wieder von der Mod-Vorstellung von heute und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Dabeisein, für die Aufmerksamkeit. Bitte lasst mir doch den Daumen da, wenn ihr denkt, dass diese Videos nützlich sind und diese euch gefallen, dann natürlich den Daumen nach oben. Lasst doch gerne das Abo da, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine anderen Inhalte, die wir am Planen sind, die auf dem Kanal veröffentlicht werden. Bitte bleibt am Ball, es kommt in Kürze ein very special Episode von meiner Geschichte von der Elk Mountain. Wer die Oldtimer-Traktoren gerne liebt, dann müsst ihr wirklich dranbleiben, denn einer dieser Episoden geht. Ja, mehr will ich jetzt noch nicht dazu sagen. Auf jeden Fall holt euch das Abo ab, wollt ihr die Oldtimer-Traktoren nicht verpassen. Das war's von mir, ich bedanke mich, ich wünsche eine gute Nacht. Danke, tschüss und hasta luego.